Ich stehe im Kindergarten. Ich denke, ich bin da 3, 4 Jahre alt und wasche meine Hände und möchte, dass sie außen genauso weiß werden wie innen. Und es gelingt mir nicht. Also ich stand immer als Längste im Waschraum, um meine Hände weißer zu bekommen. Ja, das ist, glaube ich, die allererste Erinnerung. Ja. Also meine allererste Erinnerung ist tatsächlich die, dass meine Mutter, die berufstätig war, mich in eine Art Tageskindergarten gebracht hat, wo ich aber die ganze Woche über war und nur hin und wieder am Wochenende zu ihr kam. Und ich weiß noch ziemlich genau, dass ich, es muss einer der ersten Tage gewesen sein, weil ich niemanden kannte dort. Und fast die Hälfte der Kinder dort waren Afrodeutsche, weil das ein Kindergarten war, wo eben alleinerziehende Mütter, die sonst Schwierigkeiten hatten, Plätze für ihre Kinder zu kriegen im Kindergarten, da alle ihre Kindergärten gebracht haben. Also von daher war meine ersten Kindergartenerfahrungen tatsächlich die, dass ich sowohl mit weißen als auch mit schwarzen Kindern zusammen war. Und dieses Bild von diesem Kindergarten, es war ein altes Haus mit einem großen Garten, habe ich immer noch irgendwie in Erinnerung, war in der Nähe von München und ist eine schöne Erinnerung. Ich heiße Gabriela Wilbold, bin 58 Jahre alt, wurde in Cottbus geboren und lebe und arbeite dort als Frauenärztin. Ich bin Taya Della, auch 58 Jahre alt, komme ursprünglich aus München, wo ich auch geboren bin und aufgewachsen bin und lebe seit 7 Jahren in Berlin und arbeite inzwischen eigentlich ausschließlich im politischen Kontext. Also ich bin in einem rein weißen Umfeld aufgewachsen. Meine Eltern waren weiß, meine Schwester war weiß. Meine Eltern haben beide gearbeitet. Es war ja die Deutsche Demokratische Republik. Da war es üblich, dass die Kinder in den Kindergärten waren. Und ich war ein Kind, das von montags bis samstag im Kindergarten war. Eigentlich war für mich das alles eine ganz normale Realität. Das Einzige, was anders war, war ich. Also die Geschichte mit deinen Händen zum Beispiel, ne? Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, ob ich jemals irgendwelche solche Momente hatte tatsächlich. Also dieses wahrgenommen zu werden, also vor allem in der Schule natürlich dann, als was anderes sozusagen, das gab es schon, ne? Dass man sozusagen jetzt gefragt wurde, ne? Wo kommst du her, eine ganze... Die ganzen Geschichten, das gab es schon, wobei die schnell beantwortet waren. Aber das Schöne war, du wusstest schon mal, es gibt noch mehr Menschen als du. Ja, das auf jeden Fall. Das habe ich ja in meiner Kinderzeit unter 10 überhaupt nicht erfahren. Ja. Ja, das habe ich nicht kennengelernt. Wobei das sich anders als anders wahrgenommen zu werden, hat natürlich dann auch trotzdem stattgefunden. Ne? Also natürlich. Es ist schon so, dass selbst wenn 2 oder 3 in der gleichen Klasse waren oder so, immer klar war, dass bestimmte Rollenzuschreibungen stattgefunden haben oder Erwartungen stattgefunden haben und dann natürlich auch entsprechend auf die Kinder projiziert worden sind, ne? Keine Frage. Aber es hatte zumindest immer die Möglichkeit gegeben, dann aufeinander Bezug zu nehmen und dann irgendwie so eine gewisse Verbrüderung oder Verschwesterung stattfinden zu lassen, die es dann schon ein bisschen leichter gemacht haben. Ne? Mhm. Es war schon damals so, dass das gesellschaftliche Bild Familie immer noch Vater, Mutter, Kind war. Und dann hat man schon gemerkt, dass das immer noch so ein bisschen, naja, beäugt wurde, sage ich mal. Ne? Also nicht wirklich feindselig, aber schon irgendwie nochmal, aha, du hast sozusagen jetzt, Anführungszeichen, nur eine Mutter, mit der du zusammen wohnst. Mhm. Ja, mein Vater hat hier studiert, Sprachen studiert. Mhm. Der hat hier Sprachen studiert, der wollte Dolmetscher werden, hat dann als Job bei Gericht gearbeitet oder für die US-Armee gearbeitet. Und war, wie gesagt, so mehr oder weniger präsent in den ersten Jahren, obwohl die nicht zusammen gewohnt haben.
Und dann durch regelmäßige Besuche in den USA, also entweder der kam zurück nach Deutschland zu Besuch oder ich fuhr jeden Sommer nach New York, hatten wir eigentlich immer relativ guten Kontakt. Ich hatte ja tatsächlich 2 weiße Eltern und eine weiße Schwester. Und ich habe so bestimmte Sachen oft auch gar nicht mit nach Hause genommen, weil ich wusste, dass das meine Mutter irgendwie kränkt. Ich habe den Grundtenor nicht verstanden. Ich habe nur in der Art und Weise verstanden, dass da irgendwas gibt es, was ich nicht einordnen konnte. Und tatsächlich haben meine Eltern mit mir darüber nie gesprochen. Also, und wenn ich das so heute betrachte, mir fällt eine unglaubliche Kindergeschichte ein. Ich war in der 1. Klasse und war krank. Und ich kann mich also jetzt an meine Schulzeit in diese ersten Jahre nicht wirklich erinnern. Es kann ja sein, dass ich das verdrängt habe, weil es so schlimm war. Aber das kann ich nicht erinnern. Und ich war krank und eine Klassenkameradin kommt zu mir nach Hause, um mir die Hausaufgaben zu bringen. Und die wartete einen Moment ab, wo ich mit ihr alleine in unserem Kinderzimmer war. Und dann sagt sie mit großen Augen: Warum hast du uns denn nie erzählt, dass dein Vater Afrikaner ist? Und ich: Wie bitte? Was? Also mein Vater war nebenan in der Küche. Der war da. Also ich sag: Wer sagt denn das? Na, unsere Klassenlehrerin hätte in meiner Abwesenheit also gesagt: Ärgert das Mädel nicht immer? Die kann schließlich nichts dafür, dass ihr Vater Afrikaner ist. Und ich war mit einem riesengroßen Fragezeichen und fragte dann: Und woher weiß das unsere Klassenlehrerin? Da sagt dieses Mädel: Na, das weiß ich auch nicht. Und ich glaube, meine Hoffnung war, wenn ich dann erwachsen bin, so ein bisschen wie beim hässlichen Entlein von Andersen, dass er auch schwarz ist und irgendwann ein weißer Schwan wird. Ja? Je erwachsener ich aber wurde, es änderte sich nichts. Ja? Es änderte sich das nicht, außer dass ich dann irgendwann aufgeklärt wurde oder war, aufgeklärt genug war, warum ich denn nun so aussehe, wie ich aussehe, in dieser nahezu weißen Cottbusser Gesellschaft. Ja? Mhm. Also diese Kategorie, zu was gemacht zu werden, was man nicht empfindet und nicht auch wahrnimmt oder so, hatte mich relativ schnell dazu gebracht, eben dann klar zu machen oder so, was man eben, also was ich selber empfinde, ne? Dass man eben kein, was auch immer, Ausländer ist zum Beispiel oder jetzt vor kurzem erst nach Deutschland gekommen ist oder so, ne? Oder sich zu erklären, warum man denn einigermaßen gut Deutsch spricht beispielsweise. Ne? Also Sachen gingen mir relativ früh auf den Keks und da war es mir wichtig, sozusagen eigene Antworten zu finden, also dann auch selber klar zu kriegen, was ist man denn eigentlich, ne? Also ich habe, was das Wissen um schwarze Präsenz angeht beispielsweise, sehr, sehr wenig mitbekommen in den Anfängen meines Lebens. Und viele Sachen habe ich, glaube ich, ganz bewusst ausgespart, um damit nicht zu sehr assoziiert zu werden oder in Verbindung gebracht zu werden. Mhm. Also dieses Ding, einerseits klar zu wissen, man unterscheidet sich gewissermaßen von seinem Umfeld und gleichzeitig aber auch das Anliegen zu haben, dass das nicht zum Problem wird, heißt auch sozusagen, sich dann eher für Dinge zu interessieren, die eben nicht in diese Richtung gehen, was Geschichte angeht oder schwarze Präsenz in Deutschland angeht. Und das fehlt mir oft, habe ich das Gefühl, also diese Erfahrung, Dinge schon auch als Kind wahrzunehmen oder wahrgenommen zu haben. Und man zeigt aber auch, wie wichtig das ist, genau das zu vermitteln, also vor allem Kindern zu vermitteln. Ostdeutsch-Schwarz heißt Isolation von schwarzen Menschen fast immer. Heißt weiße Mütter mit blau-grau-grün-braunen Augen und heller Haut fast immer. Heißt schwarze unbekannte Väter, deren Hände nicht schützen, wärmen, trösten fast immer. Ostdeutsch-Schwarz heißt Erklärung zu geben für das Sein meistens. Heißt Deutsch zu sprechen ohne Akzent. Sächsisch, platt, vogtländerisch, Berlinern. Meistens. Heißt blonde, braune, schwarze, glatte Lockenkrause. Meistens. Heißt hell-dunkle Haut, Sommersprossen, Sonnenbrand, rosige Narben. Meistens. Ostdeutsch-Schwarz heißt
Tanz der Seele ohne Rhythmus im Blut. Exotik, Erotik oft. Heißt selbstverständlich Schwarz-Weiß-Leben. Kariert nie. Heißt jetzt leben hier mit offener rassistischer Gewalt und Farbblindheit. Heißt Russisch sprechen und Muttersprache und Vaterssprache selten. Ostdeutsch-Schwarz heißt mit Thälmann leiden, Brahms kennen, den schwarzen Beethoven lieben, den schwarzen Puschkin verehren, die schwarzen Dumas erleben, Tag für Tag unerkannt. Heißt Jungpionier und Blauhemd, Timur-Trupp und Kollektivmitglied der sozialistischen Arbeit, fast immer. Heißt die Geschichte der deutschen Arbeiterklasse kennen und die der Bruderstaaten. Und den schwarzen Kontinent als weißen Fleck auf der Landkarte. Fast immer. Heißt Kind sein und Schokokuss. Mann oder Frau nie. Heißt farbige Mulatten, aber schwarze Deutsche nie. Heißt still sein, stillhalten, unerwünscht sein. Ostdeutsch-Schwarz höre ich oft, ist das nicht Parodie? Es ist so deutsch in Kaltland. Also die Erfahrungen decken sich zum Teil natürlich, würde ich sagen. Es berührt und macht halt deutlich, wie schwarze Menschen wahrgenommen werden und was daraus folgt und was wir als schwarze Menschen auch wahrnehmen. Ja, und es ist ein sehr, sehr schönes Gedicht. Wir waren auf einer Insel und auf dieser Insel DDR kam ja höchst selten mal irgendein ausländischer Bürger vorbei. Das gab es ja eigentlich nicht. Alle, die vorbeikamen, waren Gäste, die auch wieder gingen. Also in meinem Studienjahr gab es 3 äthiopische Studenten, die konnten, das war im Vorfeld schon klar, gar nicht in der DDR bleiben. Die sind also sofort nach Beendigung des Studiums, vielleicht haben sie noch ein Praktikum gemacht, aber danach hieß es, sie müssen die DDR verlassen. Ein Verbleiben auf der Insel war nicht angedacht. Und auch nicht vorgesehen. Das war überhaupt nicht vorgesehen. Ja? Und Arbeiter wie Vietnamesen, Mosambikaner, die in den 80er Jahren in die DDR kamen, die waren abgeschottet in ihren Wohnheimen und die hatten nur sehr wenig Bezug zu der DDR-Gesellschaft. Ja? Also, dass ich jetzt einen Vietnamesen mal beim Einkaufen traf, das war nicht vorgesehen. Die wurden versorgt oder sie haben sicherlich auch mal was besorgt, aber kann mich nicht erinnern, in den Kaufhallen ausländische Menschen gesehen zu haben oder sichtbar ausländische Menschen gesehen zu haben. Ne? Ja? Und ich glaube, das ist so, glaube ich, ein ganz wesentlicher Unterschied natürlich, ne? In Bezug auf West-Ostdeutschland. Ja. Ne? Dass das sozusagen jetzt zwar, also was die Wahrnehmung von schwarzen Menschen angeht, war es schon auch so, dass es eher als was Vorübergehendes betrachtet wurde. Also entweder du hast studiert oder du kamst durch die US-Armee hierher. Also wurde es trotzdem nicht als fester Bestandteil gesehen, aber trotzdem war es sozusagen anders, was es anders präsent, alltägliche oder? Bild einfach ausmachte oder so. Ne? Du warst sozusagen immer relativ, konntest immer relativ sicher sein, dass eigentlich eine bestimmte Anzahl von Leuten das gesellschaftliche Leben mit ausmacht. Mhm. Und sei es auch dann nur vorübergehend, aber zumindest war das präsenter, sichtbar. Ja. Und ich glaube, das hat so, würde ich sagen, ist der eine große Unterschied eben in deiner Wahrnehmung. Der große Unterschied war dann noch die Möglichkeit des Reisens. Also ich durfte ja im sogenannten Ostblock reisen. Der Ostblock war aber ja weiß. Also diese sommerlichen Ausflüge nach New York waren natürlich immer paradiesisch. Von München, Pasing, einem kleinen Vorort mehr oder weniger, nach Harlem, New York zu fahren und da 6 Wochen zu verbringen und ganz alltäglich zu leben mit anderen schwarzen Menschen. Und das ist, glaube ich, schon so ein Durchbruch gewesen für mich, um klar zu haben, ja, man ist eben nicht der Einzige, es gibt ein schwarzes Leben auch außerhalb Deutschlands. Also ich habe schwarze Deutsche immer eigentlich als zu wenig mit mir ähnlich wahrgenommen. Also vor allem, als ich anfing, mich zu politisieren in verschiedenen Kontexten, Anti-Apartheid-Bewegung beispielsweise,
oder auch anderen Bereichen, dass ich da ganz wenig mich mit anderen schwarzen Deutschen identifiziert habe. Ich konnte die irgendwie nie wirklich einordnen, was die wollen, ob die das Gleiche wollen wie ich, ob man da sozusagen auf gleicher Linie steht. Und habe auch nie mir vorstellen können, dass wir hier tatsächlich so eine schwarze politische Bewegung organisieren können mit den gleichen Leuten, die mich hier umgeben haben. Mhm. Das war für mich immer eigentlich nicht vorstellbar. Und erst sozusagen dann, als ich dann wirklich auch Kontakt hatte, dann auch intensiver in Kontakt zu Leuten, war klar, dass man natürlich erstmal sich von ganz bestimmten Dingen emanzipieren musste, um eben nicht mehr sozusagen dieses weiß-deutsche Weltbild irgendwie mit sich herumzutragen, sondern eben was Eigenes zu kreieren. Ich war auf dem Weg nach Frankfurt, Main, und war völlig überrascht. Also ich war völlig überrascht, dass sich da was angebahnt hat, was vorher schon irgendwie sichtbar war. Und dass es dann plötzlich so schnell sich entwickelt, so schnell sozusagen einfach stattfindet. Also für mich waren so viele Sachen da gesetzt bis zu diesem Zeitpunkt, die dann plötzlich komplett nicht in Frage gestellt worden sind, sondern weg waren vom Tisch. Das war weg. Und das war echt sehr überraschend. Ich hatte weder negative noch positive irgendwie Ängste oder Gefühle, sondern war wirklich gespannt, was jetzt hier stattfindet zukünftig. Ich war am 9.11.89 zu Hause. Ich saß vor dem Fernseher, verfolgte das Geschehen hier in Berlin, fassungslos, freudig. Ich glaube, ich hatte eine ähnliche Freude über diesen Mauerfall wie zur Wahl von Barack Obama als US-Präsident. Ja? Also ich hatte Tränen in den Augen. Ich wusste, dass jetzt Sachen für mich möglich sein würden, die vorher definitiv nicht möglich waren. Ja? Der Mauerfall war sofort die Möglichkeit, aus dieser Isolation herauszukommen. Ja? Also ich fand die Reaktionen auf die Leute, also auf die Schwarzen aus dem Osten zum Teil sehr befremdlich, weil die ganz stark von dieser Westüberheblichkeit geprägt waren. Und zu diesem Zeitpunkt brannten also die Wohnheime der Mosambikaner in Rostock, in Hoyerswerda. Hoyerswerda ist 30 Kilometer von Cottbus entfernt. Also das war so etwas, was ganz nah war. Und wenn ich in einer weißen Runde Ängste geäußert habe, dann wurde mir ganz oft gesagt, na, bei dir sehe ich das gar nicht, dass du schwarz bist. Dieses Erklärung zu geben für das Sein fing dann schon wieder an, unglaublich anstrengend zu werden. Vor allen Dingen, weil man mir Bedrohung nicht zugestehen wollte. Und für mich war das Schockierende tatsächlich, dass sich da eine Gewalt bahnbricht, dem nicht widersprochen worden ist. Dass es keinen gesellschaftlichen Moment gab oder so, wo klar war oder so, das wollen wir in dieser Gesellschaft nicht haben. Also sowohl im Osten wie im Westen. Es wurde komplett überlagert von dieser Freude der Wiedervereinigung. Und da, dass da nicht gehandelt wurde, dass da nicht wirklich deutlich gemacht wurde, was hier eigentlich stattfindet gerade eben, dass man das eben nicht will. Das fand ich besonders ätzend und wie gesagt, habe mich dann auch so ein bisschen... Also ich habe nur mal klar gemacht, dass es eigentlich nicht die Wiedervereinigung ist, die ich eigentlich weder brauche, noch will, noch irgendwie gutheißen kann, wenn dann sowas in Folge dann passiert. Also es werden Menschen bedroht, es werden Menschen ermordet, es werden Menschen diskriminiert, im Alltag wie in Institutionen. Und keine Anlaufstelle zu haben, wo das adressiert werden kann, wo das ausbuchstabiert werden kann, dieses Nichtvorhandensein von solchen eigenen Strukturen, die haben dazu geführt, eben zu sagen, okay, wir müssen das Heft in die eigene Hand nehmen. Das war tatsächlich am Anfang eher so eine Beschäftigung mit sich selbst, mit seinen eigenen Erfahrungen, was damals zum Teil anstrengend war, aber rückblickend enorm wichtig war, weil das sozusagen uns befähigt hat, überhaupt Dinge besprechbar zu machen.
Also das fand ich total spannend. Ausgehend muss man ja sagen, dass die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland tatsächlich in Westdeutschland gegründet wurde. Und was ich auch nicht unwesentlich finde, es waren dort ja zu diesem Zeitpunkt schon Menschen, die Anfang, Mitte, Ende 30 und älter waren. Das gab es ja eben im Osten, waren wir ja deutlich weniger und wir waren auch deutlich jünger. Mhm. Ja? Und dass das so hineingetragen wurde, hatte ja auch damit zu tun, dass viele von diesen schwarzen deutschen Frauen, die ich da kennengelernt habe, auch schon irgendwo politisch in irgendeiner Weise tätig waren. Meistens in linken Parteien. Und dort sich aber plötzlich auch nicht repräsentiert gefühlt haben. Und dass das schwarze Frauen waren, die, die aufgrund ihrer politischen Erfahrung in der feministischen Bewegung, Frauenbewegung, da ganz viele Anteile mit reingebracht haben, war für mich klar, dass eben auch da nochmal klar, dass dann eben Diskriminierung nur dann wirklich glaubhaft bekämpft werden kann, wenn ich sozusagen das als breiten Aspekt wahrnehme, eben nicht nur sozusagen nur einen eigenen persönlichen Bereich wahrnehme. Dass die Anfänge ganz stark davon geprägt waren, erstmal einen Bezug zum USA herzustellen, zum Kontinent herzustellen und da sozusagen erstmal in Austausch zu treten, was gibt es da für Erfahrungen. Und wir ganz wenig zurückgreifen konnten auf eigene Erfahrungen, also auf eigene Geschichte, auf eigene Präsenzen, auf eigene Erfahrungen oder Biografien. Und dieses Wissen zutage zu fördern, war, glaube ich, unabdingbar dafür, dass wir eben jetzt auch eine andere Sprache haben, ne? Also jetzt Geschichte anders beschreiben können. Das befähigt uns, glaube ich, jetzt auch, eben zu formulieren, was gibt es da eigentlich aufzuarbeiten, was gibt es da eigentlich mal zu bearbeiten. Ne? Inwieweit hat das mit den gegenwärtigen Verhältnissen nach wie vor zu tun? Wie werden schwarze Menschen hier wahrgenommen? Also all das hat sich ja im Verhältnis kaum verändert. Also wir sind sprechfähiger geworden, das auf jeden Fall. Aber vor allen Dingen durch das Freilegen der eigenen Geschichte halt wirklich in die Lage versetzt worden sind, Forderungen zu formulieren und ganz klar zu machen, welche Art von Gesellschaft wollen wir eigentlich? Ne?